Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect Andromeda. In dieser Folge, so wie ich mir das vorstelle, wird einiges Cooles passieren. Und zwar werden wir höchstwahrscheinlich unser Raumschiff zu sehen bekommen, die Tempest. Da freue ich mich schon sehr darauf. Ich habe das auch schon teilweise gesehen. Da wird es, müssen wir am Ende sogar hier hin. Moment, hier war ich... Oh, was ist das denn Geiles? Hier war ich auch noch nicht drin. Das ist ja cool. Also ich habe das teilweise schon gesehen, ja. Da kriegen wir unser Raumschiff und dann kommt auch die heroische Musik, die ich im Abspann habe. Ein cooler Komponist im Übrigen, der die Musik zum Mass Effect Andromeda komponiert hat. Das ist derselbe, der den Soundtrack komponiert hat zu, jetzt lasst mich überlegen, ich meine Daredevil, der Serie, die auf Netflix läuft, die ich noch nicht gesehen habe, aber die auch ganz schön cool sein soll. So, bevor es hier losgeht, gucke ich nochmal hier zu ihrem Schiff gehen. Das ist genau das, was wir machen müssen. Und dann haben wir aber auch noch andere Missionen, die zum Beispiel hier... Familien, hier Sams Erinnerungsblocks zu entfernen und verschollene Archen, das haben wir auch noch. Diese Mission zum Schiff gehen, die werde ich natürlich markiert lassen. Aber ich habe ja gestern gesagt, dass ich mir alles angucken will. Und jetzt habe ich hier gerade eben noch eine Sache gesehen, die mir noch völlig unbekannt war. Und zwar, hier geht es ja zu Sam, das wissen wir. Ja, da kommen wir her. Und hier kommen wir, so wie es aussieht, in unser Quartier auf der Hyperion. Hier ist ein Bett. Hier sind unsere ganzen Waffen. Hier war ich auch noch gar nicht. Hier stehen coole Möbel, Archivsystem. Ah, wie geil. Erinnerungsauslöser. Moment, dann mache ich das nochmal. Sam, was war das? Ein identischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Aha, das ist ja gut, dass wir noch hier sind. Hier ist noch ein Archivsystem. Also hier, das Ding haben wir geklickt. Kaffeemaschine untersuchen, wie geil ist das? Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Ja, eine Bohne, ja? Es ist Frau Normandy. Was ist das? Ah, ich glaube, wir sind hier in unserem Quartier. Kann das sein? Was ist das denn hier? Die erste Schusswaffe Ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Ich bin froh, dass ich mir alles anschaue hier, ehrlich. Denn ich wäre jetzt so direkt zu unserem Schiff gerannt. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs Ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Ah, geil, das gucken wir uns alles an. Fangen wir mal an hier, verschlüsseltes Log Nummer 1, ja. Und dann 2, 3, 4 und dann allgemeine Logs. Fangen wir erstmal das da an. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Mhm. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Geile Lichteffekte. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Schaut euch mal die Lichteffekte an. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay, also ich habe so den Verdacht, dass die verschlüsselten Logs... Aha, okay. Letzter Eintrag. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah.
Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Och. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Das klang sehr schön, muss ich sagen. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tassoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteane, oder? Ich habe Dr. Tassonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Mhm. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Die hört sich hübsch an, würde ich behaupten. Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ja, die hört sich irgendwie ganz schön hübsch an. Tut mir leid, ich bin so ein bisschen monostrukturiert, glaube ich, was dieses Spiel Endlich angeht. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Ja, mit Sicherheit. Und zwar verändert man sich und wird zu Staub zum Beispiel. So, es sei denn, man ist natürlich eingefroren. Audioausschnitt. Ah, hier gibt es ja noch mehr zu sehen. Ich bin ja wirklich froh, dass ich hier nochmal reingelaufen bin. Kaffeemaschine, kann ich hier nochmal was machen? Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen. Er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Mhm, okay. Ich muss sagen, diese Bude gefällt mir echt ganz schön gut. Also, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, hier rauszugehen. Also, das wäre auch eigentlich mein Einrichtungsstil hier. Wahrscheinlich kehren wir immer wieder hierher zurück. Das ist im Prinzip unser Quartier auf der Hyperion. Jetzt ist nur die Frage, wird das denn ersetzt, wenn wir auf die Tempest gehen? Die Tempest ist ja eigentlich unser Schiff. Aber auf jeden Fall schon mal geil, dass wir hier unser Zuhause gefunden haben. Ich muss es nochmal, damit ich es wirklich realisiere. Ja, das gefällt mir. Oh, guck mal, hier sind auch noch Bücher. Und da ist noch ein Audioausschnitt. Gedruckte Bücher. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse.
Sie waren auch Entdecker. Gedruckte Bücher. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Lewis und Clark, da sollte man sich mal so ein bisschen drüber informieren. Ach nein, nicht schon gedruckte wieder. Gedruckte Bücher. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark. Ich wollte eigentlich das Audio-Ding anklicken. Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Okay, jetzt aber. Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Okay, haben wir noch irgendwas anderes? Fällt die Erforschung nicht länger ins Fachgebiet der Soziologie, sondern der Exoarchäologie. Mhm. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir uns hier anhören können, ja? Da ist auch noch ein Audioausschnitt. Ich habe gerade eben echt nur die Hälfte entdeckt. Gibt es denn hier in der Küche noch was, abgesehen von der Kaffeemaschine? Ja, dann hören wir das noch an. Aber ich bin echt froh, dass ich das hier gefunden habe. Beim Studium eines toten Volkes sollten unsere Vorurteile und der aktuelle Wissensstand nicht die Fakten verschleiern. Relevant sind nur die Beweise. Die Proteaner haben die Citadel und ein erstaunliches Netzwerk von Masseneffektportalen gebaut. Das zeugt von einer Kultur der allerhöchsten Stufe. Eine derart gigantische Errungenschaft kann nur von einem erleuchteten Volk erreicht werden, dessen Mitglieder in Harmonie lebten, ohne Konflikte und Unfrieden. Aber ohne die Möglichkeit, ein lebendes Exemplar zu studieren, kann das niemals mit absoluter Sicherheit postuliert werden. Mhm, okay, ich glaube, die ist fertig. Was ich geil finde an diesen modernen Spielen, muss ich gerade mal sagen, schaut euch mal hier den Boden an. Nicht nur, dass der hier so schön spiegelt und schimmert und dass sich die Lampe spiegelt, sondern man sieht hier auch im Licht, und das sieht man nämlich sonst nicht, sieht man diese ganzen Kaffeeflecken und sonstigen Flecken. Wer weiß, was der liebe Papa hier gemacht hat an seinem Schreibtisch. Schaut euch mal diese Schmierereien an. Ja, das ist schon alles sehr, sehr cool. Ja, das ist wirklich sehr geil. Sieht sehr echt aus. Und das sind so diese Sachen, da wurde so viel Arbeit rein investiert in Mass Effect Andromeda. Das finde ich hervorragend. Wirklich geil gemacht. Okay, so, jetzt werden wir endlich mal das machen, was wir hier zu tun haben. Nämlich dieses Ding organisieren, untersuchen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen jetzt zu unserem Schiff, zur Tempest. Und ich glaube, da müssen wir hier lang laufen. Ich mache alles gemütlich im Trabgang, damit wir das hier genießen können. Ich finde das echt geil, Mass Effect Andromeda wieder zu spielen, ja. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt in der letzten Folge, wenn ich jetzt ein paar Wochen Pause hatte, hatte das überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich dieses Spiel nicht mag, sondern einfach damit, dass ich andere Sachen gespielt habe, beziehungsweise nicht so viel Zeit hatte und so weiter. Aber, und man muss ja jedem Spiel auch irgendwie gerecht werden. Aber ich finde Mass Effect Andromeda geil, wirklich geil. Umso trauriger, da geht's in die Kommandozentrale. Moment, ah hier. Andockbucht. Guck mal, wie geil. Man kann sich hier neue Sachen aussuchen, wo man hingehen kann. Das ist auch neu. Ja, umso trauriger. Ich glaube, da ging der Satz weiter. Umso trauriger, dass dieses Spiel nicht weitergeführt wird. Aber das hat nur einen betriebswirtschaftlichen Grund, so wie es aussieht. Ah, hallo. Cora. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit?
So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Geil. Das ist die Tempest. Geil. Mit der heldenhaften Musik. Mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Veteran. Veteranix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Lieber mal nochmal rausfinden, wieso. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal, sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt. Man fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Geil. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Also nicht nur ein Schiff, sondern wir haben auch eine coole neue Crew. Ja, das ist eigentlich der wirkliche Hauptgewinn. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Schön, dass es Ihnen so gut geht, Scott. Mhm. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvie Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Supergeil. Finde ich echt cool. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Geiles Schiff, das sieht wirklich geil aus. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Was für ein großes Geschenk, ja? Also da wird man noch gerne mal Pathfinder und übernimmt ein bisschen Verantwortung, wenn man so... Raum.
Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Wenn man so ein geiles Schiff dafür bekommt. Momentan sind keine Kontaktoptionen verfügbar, aber wir können hier im Prinzip... Das sieht schon geil aus. Andromeda-Initiative. Wir können von diesem Ding aus hier Videoanrufe machen. Jetzt gucken wir uns hier mal alles an. Ja, wir sind hier natürlich auch auf der geilen Station. Hier, das müsste das Heck von dem Schiff sein. So wie man das richtig sagt. Und hier vorne... Der Bug. So, und hier können wir im Prinzip die ganzen Versammlungen abhalten. Sehr interessant. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Was ist das Geiles? Schaut mal. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Sieht ja mega geil aus. Ja, ein bisschen rumpelig und so, aber es ist ja auch ein Labor oder im Prinzip eine Abstellkammer. Aber es ist echt geil, diese ganzen Details. Ich gucke mir hier alles an, ja. Bevor ich jetzt irgendwo hinlaufe, machen wir eine kleine Besichtigungstour. Das ist die Cargo Bay, da kommen wir her. Also hier war ich ja drin. Da müssen wir weiter. Ich gehe jetzt erst nochmal in diese... Das Equipment hier ist der Wahnsinn. ...Tür rein. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Das Tech-Labor, geil. Hier kann man wahrscheinlich lauter technische Verbesserungen an sich vornehmen. Ach, das ist schon... Ich finde das echt geil. Das haben die wirklich gut gemacht. So, und dann... Da müssen wir ja lang. Jetzt gehe ich nochmal hier rein. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Guckt mal, das ist das der Maschinenraum hier. Wahrscheinlich schon, oder? Hallo, können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Das ist wahrscheinlich unser Hauptreaktorteil. Wir sind fast unterwegs. Hallo. Endlich. Ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Oh, hier kann man auch einen Aufzug benutzen. Ist das geil. Ich finde das richtig geil. Ich gucke mir das ganze Schiff an, Freunde. Es ist mir vollkommen egal, wie die Mission ist. Ich will das ganze Ding hier angucken. Frachtsicherung. Und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Ah, und das ist da, wo wir hinwollten. Rainer? Letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Das klingt gut. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Das klingt noch besser. Wenn sie das sogar wiederholt, dann meint sie es auch so. Was ist das alles Geiles? Ist das hier so eine... Das ist so richtig geil butzig hier. Hier kommt man nicht durch. Ah, das hier ist so eine... Ich weiß nicht, ob das ein Quartier ist. Ja, vielleicht so eine Art Frachtraum. Sieht ein bisschen abgefuckt aus, aber das gehört ja auch dazu. Zu solchen Raumschiffen. Auf jeden Fall alles sehr liebevoll, sehr detailliert umgesetzt. Finde ich wirklich sehr schön, ja. Schön gelöst. Schön gelöste Geschichte. Wo geht's hier lang? Geht's hier am Ende raus? Moment. Ich fass es nicht, wie riesig das hier ist. Wart mal. Wahrscheinlich kommt man hier gar nicht durch, oder? Nee, das ist nur eine Scheibe. Das ist die Mad Bay, oder? Oh, wie geil, ey, wie geil. Ah, das ist die Ärztin. Hallo, Rainer.
Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Das ist so ein richtig geiles Krankenstation-Ding. Hammer, hammer. Ah, hier können wir gucken, wie die drauf sind. Nee, das wollen wir nicht. Okay, alles klar. Respec-Station, was immer das sein soll, aber wir machen jetzt noch nichts kaputt. Da geht's auch noch weiter. Das sind die Crew-Quartiere, oder? Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Hier kann man miteinander chatten, so wie es aussieht. Das ist ja echt süß hier. Schaut mal, da haben die Stofftiere. Diese Folge geht wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ich finde das geil. Guck mal, hier liegen Helme. Ja, was ist hier? Kann man hier was anklicken? Nee. Aber hier stehen coole Computer rum. Da hat jemand Stofftiere drin. Ist das hier meine? Nee, das ist das Bad. Hey, das ist doch geil, ey. Schaut mal hier. Das ist die Dusche. Eine Weltraumtoilette. Kann ich da drauf gehen? Nein, kann ich nicht. Ach, das ist doch herrlich. Das finde ich total herrlich. Aha, und hier geht's wieder. Nein. Das ist das Quartier des Pathfinders. Oh. Sams Router ist auch da unten. Garderobe. Also wir haben ja ganz klar die geilste Hütte mit dem besten Blick. Mit einer lunchigen Couch, mit einem coolen Computerterminal. Ich lese das jetzt mal nicht alles durch, da habe ich schon so ein paar Nachrichten bekommen. Von Leuten, denen ich jetzt in den letzten Missionen begegnet bin. Ah, hier. Ich überprüfe meine Verbindung von der Hyperion zur Tempest. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Sonderlieferungslager. Was läuft hier? Schaut mal, was da jetzt links alles durchläuft. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon voll gepimpt worden, weil ich die Deluxe Edition gekauft habe. Ey, ich komme mir hier gerade vor wie Weihnachten. Ich komme mir hier echt vor wie Weihnachten schon. Ich klicke hier nochmal drauf. Nee, ich glaube, ich kann hier nicht nochmal drauf drücken. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Ja, ja, ist klar. Wir können weiterfliegen, das ist mir alles klar. Aber ich möchte hier noch ein wenig rumschauen. Garderobe. Ach, wie geil. Geil. Das ist ja zu cool. Ah, Farben können wir auch anpassen. Okay, aber ich lasse jetzt erstmal alles so, wie es ist, weil ich möchte euch nicht langweilen damit, wie ich meine Klamotten einfärbe. Das ist alles sehr geil. Okay, also das ist unsere Hütte hier. Da liegen auch ein paar schöne Videokassetten drin für die spannende Abendunterhaltung. So. Geil, wirklich geil. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich schwer begeistert. Bathroom, da kommen wir ja her. Und das waren die... Ach, hier ist noch eine Küche. Ist das geil. Guck mal. Da liegt noch eine Knarre auf dem Küchentisch, so wie sich das gehört. Ah, Also Freunde, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Das haben die so schön gemacht hier. Krankenstation und da drüben waren dann die Crewquartiere. Okay, das haben die wirklich toll gemacht. Das haben sie wirklich toll gemacht. Diese Tempest haben sie... Liebevoller geht's ja fast gar nicht mehr.
So, hier kann ich irgendwo mit dem Aufzug ja hochfahren. Ich glaube hier. Aber ich kann hier ja auch eine Leiter benutzen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die Leiter nach oben. Sind wir jetzt hier eine Etage nach oben? Genau. Okay, cool. Hey, Ryder. Genau, und hier ist ja wieder der Maschinenraum. Okay, da war ich drin. Und unten steht Cora. Ungefähr, wo ist sie? Da hinten, glaube ich. Nee, auf der anderen Seite. Nur damit ich mich hier einnorde. Da unten steht sie. Okay, alles klar. Einsatzteam-Mission. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Sehr geil, sehr, sehr geil. Und hier war ich ja drin. Okay, bevor wir jetzt weitermachen, und zwar hier das reingehen. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Ja, ah, Liam. Ach, den gibt's ja auch noch. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Wir sind auf uns gestellt, zum Wohle aller anderen. Das ist es, was Pathfinder jetzt bedeutet. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Forschungsterminal, Entwicklung, Forschung. Wählen Sie Forschung, um mit erhaltenen Forschungsdaten neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Wählen Sie Entwicklung, um neue Objekte und Upgrades anzufertigen. Ich habe jetzt einfach mal Entwicklung gewählt, ja? Hä? Ist das Munition? Oh, die sieht aber geil aus. Ich glaube, ich drücke hier mal auf Herstellen. Ach, man kann das immer wieder neu, glaube ich, auswählen. Ah, okay, alles klar. Das ist ja cool. Das ist ja sehr cool. Und das sind die Pläne, die ich schon habe. Kann ich hier irgendwas bestätigen? Details anzeigen? Nee, ich glaube, das ist das, was ich hier schon machen kann. Ich weiß gar nicht. Ah, nee, okay, alles klar. Alles klar, ich glaube, mehr können wir hier jetzt nicht klicken. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass jetzt hier die Folge mal zu Ende sein sollte. Denn als nächstes gehen wir hier rein und da werden wir mit der Tempest heldenhaft losfliegen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt echt eine kleine Überlängenfolge gehabt. Aber ich wollte euch einfach die Tempest zeigen, soweit. Und jetzt geht es in der nächsten Folge genau hier weiter und dann werden wir zu unserem ersten Flug aufbrechen, liebe Freunde. Jetzt baue ich mich hier nochmal irgendwo malerisch auf. Ja, zum Beispiel hier.
Das sieht doch ganz schön aus, so im Halbschatten. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.